So, das sind wir wieder. Nach ein wenig bei mir suchen und finden und Objekte aufstöbern, machen wir jetzt die Story gleich weiter. Ja. Ich will jetzt auch nicht so lange drumherum reden oder erzählen oder was auch immer, Hallo. Sondern wir machen jetzt gleich weiter. Ja. Genau, sowas noch. Gut. Ich muss zugeben, ich habe jetzt 3 Wochen nicht mal gespielt. Oh, was ist das denn da? Guck mal. Ist das ein ganz normaler Vogel oder? Hm. Okay. Na gut. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Okay. Was soll ich denn hier anschießen? Ah, da unten. Okay. Und das heißt, das wird hier eine kleine Trefferpartie einlager geben. Okay. Da war ich ein wenig schwer vor. Na, schöne Aussicht da oben. Bestimmt. So, vielleicht müssen wir aber noch hier rum. Aha. Okay. Ja, ist schon eine Woche her, als ich hier gespielt habe. Alles bricht hier auseinander. Anlauf, hä? Okay. Flasche Öl. Yeah. Okay. Jetzt können wir Feuerpfeile entzünden. Soll ich denn hinschießen? Gibt's sonst gar nichts mehr, oder? Ach so. Okay. Oh, nein. Ah, nee, halt. So. Ich bin mein Pfeil. Danke, Lara. Unsere Leute sind gewarnt. Es gibt ihnen Zeit für die Evakuierung. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Das heißt, hier können wir wieder Öl auffüllen. Genau.
konfrontieren. Haben wir noch ein paar Steinchen. Haben wir noch irgendwas hier zum Finden? Nö. Haben wir schon eingesammelt. Okay. Vielleicht können wir jetzt da hinten hin wieder. Freigeschaltet. Gewehr freigeschaltet. Mission. Achso, verbündete Mission verfügbar. Okay, warte mal, dann nehmen wir mal ganz kurz hier die Munition mit. Ich will mir das Gewehr angucken, was wir jetzt bekommen haben. Aber vorher, wenn wir schon noch was. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Oh. Ich muss Sie um etwas bitten. Okay. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen, aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Okay, nehmen wir an. Die Späher sagen mir, Sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben, mit uns? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Okay, cool. Okay, da oben ist jetzt nur noch eine Kiste. Schnell nochmal gucken, da ist nur so ein Nest. Das ist alles uninteressant für uns. Dann holen wir nochmal schnell die Kiste. Mist. Ah. So. Dann haben wir hier die nächste Kiste. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Ach so. Okay, ich dachte jetzt irgendwas zu entdecken noch. Hier oben sonst nur noch ein paar Pfeile. So, da müssen wir gleich hin. Das sieht so. Yep, das sieht danach aus. Aber ich wollte ja. Fallen das Arme ziehen. Sonst glaube ich nichts mehr. Hier geht's noch runter. Okay. Lagerfeuer. Ich brauche ein Lagerfeuer. Hier war sonst nichts mehr. Okay. Da oh, unten. Hallo. So. Was für ein Gewehr. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihm zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. So, das tun wir schon mal aufwerten. Unsere Handfeuerwaffen. Das, was geht, tun wir natürlich erweitern. Bogen. Im Moment nichts. Also, klar. Er hat am meisten Schaden. Ach, den lassen wir auch drinnen. So, Upgrades. Ganz kurz gucken.
Ach, um Öl einzusammeln. Größere Öltasche. Da können wir jetzt. So. Hergestellt. Hergestellt, sehr schön. So, auf unser Inventar ein bisschen was aufgerüstet. Jetzt gucken wir nochmal schnell Fähigkeiten. 3 Punkte. Obwohl, doch. Das wollte ich eigentlich nicht mit euch machen, sondern schnell noch vorher selber machen, aber kam ich wieder zu spät erst da drauf. Schnell herstellen von Waffen und ne. Größere Regenerationskraft. Es zu geben, okay. Hier überleben. Um Ausweichen dann Konter. Ist echt gerade. Ach, wisst was? Nee. Da warte ich jetzt mit den Punkten. Gut ist. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter nach oben, oder? Ach, guck mal, da ist doch hier. Wandgemälde. Das gucken wir uns nochmal fix an. Und dann machen wir die Story weiter. Willkommen zurück. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Achso, okay, können wir nicht angucken. Ich glaube, wir sollen hier wahrscheinlich nochmal rein. Weil das Grab haben wir hinter uns. Ach nee, da und da noch nicht. Nee, stimmt. Ja, das machen wir die Gräber halt ein bisschen später. Wir gehen mal hier weiter einfach. Ah ne, hier waren wir schon drin. Hallo. Wir wollen unser Vertrauen, bleiben und kämpfen Sie mit uns. Okay. Mal schnell gucken. Gut. Hört sich nicht gut an, ist auf jeden Fall ein Heli, was jetzt kommt. Jacob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Kommen Sie so schnell wie möglich her! Hinter die Barrikaden! Schnell! Schnell! Ja, ich bin. Achtung! In Deckung bleiben! Hört zu! Bleibt zusammen! Ist die göttliche Quelle. Box aus! Wow. Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte! Der Atlas! Sie zeigt Ihnen den Weg! Okay, erzähl mir von diesem Atlas! Wir stehen am Dorf an, wir haben Schuss. Wenn Sie mich hören, brauchen
Schuss! Sehr fix. Schnell das Holz mit dem. Oh nein. Zurück, sie gehört mir. Du bist nicht sicher. Das geht gleich hoch. Wir sind raus hier. Kommt zu, alle zum Startpunkt. Okay. Die Einheimischen haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Ja! Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern! Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Wir sind so weit. Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste. Sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Dann fließt also Blut. Bei mir. Tut mir leid. Das haben ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja? Was ist? Wir sind übel dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken.
Ich weiß. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen können. Sophia hält sie auf, bis wir eintreffen. Ich bete, dass du recht hast. Ich schicke einen Läufer, wenn wir soweit sind. Das wird schon wieder. Okay. Wollen Sie wirklich nicht mit mir kommen? Ich könnte Hilfe brauchen. Wir haben so große Verluste. Ich muss die Verletzten in Sicherheit bringen. Aber wenn wir soweit sind, stehen wir hinter ihnen. Ihre Leute haben Glück, sie zu haben. Wie fühlst du dich? Oh, wie ein Hirsch am Spieß. Das Atmen tut weh. Es blutet nicht mehr. Wir besorgen dir bald Medizin. Hast du es bequem? So bequem es geht. Sei stark. Du wirst überleben. Danke. Was werde ich da oben finden, Jacob? Es war mal eine Festung. Aber wie alles ist es jetzt eine Ruine. Viele meiner Leute leben da oben und ahnen nicht, was auf sie zukommt. Okay. Dann sollte ich wohl mal losziehen. Seien Sie vorsichtig da oben. Sie waren eine große Hilfe und ich will sie nicht verlieren. Verstanden. Und du? Wie geht's dir? Verdammt. Gott sei mit dir, mein Freund. Wollte ich gerade sagen. Er ist der Herr behütet dich. Er ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Brauchen Sie irgendwas? Wir schaffen es schon. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Okay. Der Herr behüte dein Kommen und Gehen. Oh, hallo. Wie ich höre, haben Sie mit uns gekämpft. Ich habe mich bemüht. Ich bin froh, dass ich hier war. Okay. Das heißt, jetzt können wir nochmal alle abklappern, quatschen. Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, jetzt nicht. Wir müssen den Transport der Verletzten vorbereiten. Wir haben diese Sachen bei den Angreifern gefunden. Ist nicht viel, aber... Ach so. Ein paar Patronen, ein paar irgendwelche Sachen. Okay. Wildöle. Okay. Sieht aus, als hätten sie hier alles unter Kontrolle. Ich habe sie gesehen. Im Kampf. Gut, dass sie bei uns sind. Hier, die haben wir von den Toten. Die brauchen sie nicht mehr. Ja, okay, Munition und soweit ist voll für mich. Wir gucken dennoch hier nochmal die Sachen durch. Schrotflinten, oh, eine Karte, sehr schön. Ach so, zeigt uns wieder ein paar Sachen auf der Karte, sehr schön. Okay. So, hier gibt es sonst nichts mehr, jetzt können wir nur noch weiterreden mit den Leuten. Ich sehe noch immer nicht richtig. Alles ist verschwommen. Was erwartest du nach einem Schlag auf den Kopf? Hallo nochmal. Sie haben gut gekämpft. Wieder, oder? Ich bin froh, dass was ich hat hier der Arzt gesagt? Ich grüße Sie. Gerade so. Du bist ein bisschen wackelig. Alles von ob Sie wiederkommen? Das musst du Sie fragen. Keine Ahnung. Jacob? Wie geht es Ihnen? Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, wir warten bloß auf die Ärzte. Wer ist das? Die kenne ich gar nicht. Lass mich einfach reden. Wunde betäuben, aber ich kann nichts versprechen. So viel ging bei dem Angriff verloren. Okay. Hier mit Ihnen können wir immer noch nicht reden. Naja, macht nichts. Reden wir hier. Hallo. Sie haben ja wieder Teufel gekämpft. Das war nicht Ihr erstes Mal. Nicht wirklich. Hier. Sie können mit diesen Magazinen mehr anfangen. Das Glück. Wenn Sie durchgegangen wären, wärst du hallo. Verblutet. Es war offenbar falsch, Ihnen zu misstrauen. Es war eine Ehre, dass Sie mit uns gekämpft haben. Nehmen Sie die Munition, wenn Sie sie verfolgen. Verpassen Sie ihnen was. Wo ist dein Vater? Warum holt ja, ein das ist gut. Kugel aus mir raus. Er war am Akkordesturm vor dem Kampf. Jetzt weiß okay, mit denen können wir jetzt nicht mehr reden. Ich kann das Bein nicht retten. Tut mir leid. Die Wunde ist zu schwer. Sophia ist bei Ihnen. Sie kommen klar. Wir können hier nichts tun. Können wir hier irgendwas machen? Kann ich Ihnen etwas holen? Wer ist da? Bist du das, Anya? Nein, bin ich nicht. Ruh dich aus. Sie kommt bald. Willst du sterben, verstehst du mich? Dein Bein wird verfaulen und dich umbringen. Willst du das? Brauchen Sie Hilfe? Die meisten dieser Männer wären tot, wenn sie nicht geklärt hätten. Wir stehen tief in ihrer Schuld. Okay. Das heißt, sie interessieren sich für die Vergangenheit vor dem Sturz.
Da auf dem Pult liegt etwas, das Sie interessieren könnte. Der Prophet hat einen Plan für uns alle. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Es kommt wieder in Ordnung. Ah, Gott! Tut das weh? Sie tun alles, was sie können. Kann ich helfen? Das haben sie schon. Wären sie nicht gewesen, hätten wir noch mehr Tote. Dann war es das wert. Ruhen Sie sich aus. Okay. Das kommt wieder in Ordnung. Ich muss deine Augen sehen. Okay. Nee, hier gibt's... Gut. Achso, Pfeile können wir eh nicht nutzen. Aber eine Kiste ist hier. Ja, Papa muss alles einmal durchgehen, wenigstens. Okay. Müssen wir nochmal ein Lagerfeuer finden. Schwer zu finden, aber da hinten wäre noch eine Truhe. Da müssen wir mal hingehen, nochmal kurz gucken. Da bewegen wir uns mal fix hin. Also diese Truhe hätte ich doch schon gerne. Ist ja schon fast da. Halt, 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 was war das denn? Ach, das Holzbündel. Und hier, noch eine Kiste. Ah, das Öl nochmal aufheben. 24 mal Öl, sehr schön. Ach, da kommen wir gar nicht entlang. So ist dann der Anfang, wo wir jetzt hier wieder sind. Okay, da kommen wir nicht hin zur Kiste. Na gut, dann später halt. Dann wieder doch zurück. Dann müssen wir erstmal weiterlaufen. Er hier? Nee? Nee, okay, gut. Ach, hier. Ah, okay, die Munition ist auch voll. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir erstmal weiter. Da sind noch mehr drin. Gott. Bitten Sie die Marke, die den Eingang. Ja. Aber guckt nochmal schnell hier nach hinten. Weil hier ist nichts. Okay, Lagerfeuer. Haben wir schon wieder was gefunden. Sehr schön. Oh, ist voll. Okay, können wir da bauen. Ich wünschte, du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus. Wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten, dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Ich weiß nicht, warum die jetzt mit sich selbst gesprochen hat, aber ist okay. So. Schneller heilen. Was ist das hier? Vollständige Spannung. Ja, länger erhalten. Das ist okay.
Verdiene Bonus-EPs, indem du Kopftreffer lautloser Kills oder Tod von oben Kills erfolgreich ketten. Je länger die Kill. Achso, die Kette, desto höher der Bonus. Können wir bestimmt mehr Schaden, Exekutionen lieber zu machen? Okay. So. Das war's. Alle Punkte verbraucht. Okay. Obwohl, warum Upgrades? Ups, Upgrades? Hm. Warum? Ach so, weil ich jetzt hier upgraden könnte. Obwohl, der Revolver macht ja mehr Schaden. Ist egal. Okay. Ups. Dann nehmen wir hier nochmal schnell. Jetzt doch die Steine hier mit. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Münzort und Index. Gut, die werden jetzt auch auf bei uns gezeigt. Oh, gerade Schluck auf. Tja. So, ich mag setzen. Ne, kann ich nicht mehr entfernen. Naja, nicht so schlimm. So, aha. Noch ein Rucksack. Ah, wir plündern hier alles. Mal wieder geheime Sachen entdeckt. Karte wird immer weiter aufgedeckt. Da müssen wir rein gleich. Okay. Baum, Holz haben wir voll. Blätter brauchen wir auch nicht. So. Also das ist, wo wir hin sollen. Da drüben wäre die Gruft. Wisst ihr was? Nehmen wir kurz mal mit. Hm. So. Die nehmen wir einfach mal mit. Pilze nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Papa geht mal kurz weiter. Achso. Das klingelt hier so alles rum. Ja, schon echt nett hier aus, so die Höhle. Sieht schon echt schick aus. Ich laufe immer einmal wenigstens den anderen Weg, wenn es einfach immer was ist. Okay, zurück kommen wir dann nicht mehr. Okay, da können wir nur noch hochklettern. Genau, hindurch. Okay. Ja, das hat man ja gleich gesehen. Okay, cool. Das wird ein längerer Rätsel wahrscheinlich. Hm, eine Art Begräbniskammer. Ja, hier liegen ein paar viele Schädel rum. Ein paar sehr viele. Also immer davon aus, dass da oben auch noch was ist. Oh, okay. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Jetzt heißt es ringsherum. Großartig.
anderen Spule kann ich das Floß näher zur Insel ziehen. Münzen für den Fährmann. Schiffsboot. Okay. War jetzt nicht so geplant. Ja, toll. Dauert ja gar nicht lange sowas. Ist gar nicht anstrengend, Leute. Na gut, gucken wir, ob wir das mal rausziehen können. Bleibt dran. 1000 Tode sterben nur für einen ganz kurzen Moment. Okay. Hoffentlich finden die ein wenigstens was. Interessant. Okay, die haben ihre Toten einbalsamiert. Okay. Ah, ein Buch. Okay, erstmal die Kiste hier. Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Schick. Pilze sind voll. Oh, alles voll. So, oh, die nächste Lehre, oder? Was lernen wir hier aus? Uh...
die Präzision von Tierherzen. Okay. Okay, wenn sie den überlegenen Insekt aufmachen, schießen sie auf das Tierherz richtig großer Schaden. Tiere mit dicken Fellen, deren Großkatzen sind gegen Herzschütze immun. Ach so. Okay. So, was mich einiges immer wundert, warum macht sie die Teile nie zu? Ja, wenn sie archäologisch was bewahren will, dann auch wieder zumachen. Wir lassen jetzt das Ding einfach offen und dann, ja, war's das. So, mal gucken, können wir hier... Ne, hier kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Also, ne. Okay. Das war es jetzt. Jetzt sitzen wir auf der anderen Seite fest. So, das wird dann exotische Sterne, bis wir drüber angekommen sind. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Schwierig. Nicht durchschneiden. Achso, nee, ich muss schon hier los. Also Fakt wäre, Lara wäre nie weitergekommen als an dieser Stelle. Die wäre tot. Oh Mann, ey. Das wird echt schwierig. Anstrengend? Kein bisschen, oder? Ich hoffe, dass überhaupt meine Stimme laut genug ist. Ja. So, nochmal. Nein, nein. Wieso? Wieso? Thank you.
habe damit echt arge Probleme. Hier überhaupt? Ach, das... raus hier. Gott, Gott, Gott. Als das war wirklich eines der schlimmsten Kämpfe. So. Nee, ist nichts mehr. So, haben wir es gleich geschafft. Geschafft. Jetzt gehen wir in der Mission weiter. Also, hatte mein Spaß hier gehabt. Was natürlich ein wenig nett war. So. Warte, lass mich mal hier unten ganz kurz gucken. Okay. Irgendwie ein Eingang, irgendwas, sowas in der Art. Nein? Okay, da kommen wir nicht hochgehüpft. Dann springen wir jetzt da mal in die Höhle rein. Ich wollte nicht, dass in der Brühe schwimmt, aber okay, sie wollte in die Brühe. Geschafft. Beim Versuch 2.0. Okay. So, wir nehmen einfach mal unsere Schusswaffe in die Hand. Wir haben ein bisschen Patronen. Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Ernsthaft? Ich weiß nicht, ob da... Irgendwas ist. Und da. Aha. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Okay, er muss ihm wieder zuhören. Ja, yeah, wir haben eine Lampe. Oh, können wir die mitnehmen? Nein!
Können wir die nach oben werfen? Ach, Mist. Wie kaputt. So, na gut, dann müssen wir uns... Schade. So. Na gut, dann müssen wir doch hier entlang. Ja, meine Kinder sind da, man hört sie. Alle hier rüber. Ah, sie haben sich verliebt, meine Kinder. So. Okay. Stimmt jetzt, ich kann es gar nicht rausschneiden, weil ich gerade mit OBS aufnehme. Sonst bin ich in mein anderes Aufnahmeprogramm. Aber naja, was soll's. Kinder haben das lieb. Man hört's. So, und rüber hier. Ah, die zecken sich richtig schön an. Ne, oh, hört das? Das schreien ein paar Leute. Entschuldigung, Vogel. Achso, dann ja, unseren schnellen Gang. Naja, das werden wir dann sehen. Okay. Holz, 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 jede Menge Zeug. Heiler. Okay. Oh Gott, nein. Alle abgeschlachtet schon. Die Munition ist leider voll. Okay, dann öffnen wir die Kiste. Und tun einfach mal. Die Kreaturen dieses Tals waren uns einst unbekannt. Aber jetzt sind sie ebenso unsere Brüder und Schwestern wie jeder Blutsverwandte. Ihr könnt viel über die Kreaturen des Tals von den Jägern lernen, aber für sie ist der Tod von Wert. Wir müssen auch die Geschenke unserer Brüder erkennen, wenn sie noch leben. In den Nestern der Vögel findet ihr Federn, die die Pfeilmacher gebrauchen können. Bittet um das, was ihr braucht. Das Tal gibt es euch. Ach so. So. Ja, jetzt dürfen wir hier... Eigentlich könnte ich hier... Ah, seht ihr? Nächstes Buch. Unsere Vorfahren kamen auf der Flucht aus Byzanz hierher. Sie durchwanderten eine Wildnis, die sie fast umbrachte, aber sie überlebten und fanden dieses Tal. Und wie ehrten sie dieses Geschenk Gottes? Indem sie den Bergen Steine entrissen und ein neues Reich erbauten. Ein höhnisches Abbild dessen, was sie fast vernichtet hätte. Aber wie beim Turmbau zu Babel hielt Gott es für angebracht, uns Demut zu lehren. Wir lernten, auf das Land zu hören und wurden Hüter statt Eroberer. Dafür zeigte das Land uns seine Geheimnisse. Ihr müsst nur zuhören. Ja, ich höre im Hintergrund Schüsse. Okay, da haben wir sozusagen jetzt ein paar Tagebücher. Mal gucken. Achso. Noch mehr Öl. Ah, ich wusste, dass die Kiste hier noch... Ah. Die habe ich schon aus den Augenwinkel gesehen. Eine Reliquienkiste. Sie wurde verwendet, um Reliquien der Heiligen aufzubewahren. Zum Beispiel Zähne, Finger oder sogar den ganzen Kopf. Scheint eine Reliquie des Propheten zu sein. Sie ist leer. Wie schade. Okay. Da hast du noch Magnesium? Nein, können wir nicht mal aufgeben.
So, wir sind soweit voll. Was sollen wir mit diesem Gefangenen machen? Erledigt sie! Nicht schießen! Einen verfehlt. Ab jetzt sei gründlicher. Okay. Wie ist unser Status? Sieht sauber aus hier. Team 4 sucht in den Tunneln nach einer Spur des Atlas. Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was ich noch... Ich geh mal nachsehen, bin gleich zurück. Pass auf dich auf. So geplant, aber auch okay. Schnell mal Munition alles aufgeben hier. So, hier noch. Ich hier. Okay. Auch alles soweit eh voll. Die 4 nochmal schnell nachladen. Auch noch nichts. Okay. Oh. Ein Reh. Können wir hier noch? Wieder. Okay. Den hier noch. Bitte. Schrotflinten ist voll. Ich bin auch, ob ich nichts übersehe. Okay, wenn ich so, eine, also so ein Dings-Headset sehe, hier so, so ein Radio. Kann man ja mal drauf schießen. Schrotflinte ist voll. Ich glaube, Öl brauche ich jetzt. Achso, Stoff war das, ist auch voll. Okay. Pfeile sind voll. Na gut, dann weiter geht's. Okay. Pilze und Munition. Sofort! Fallen lassen! Weg mit der Waffe! Nicht hier! Bin schon dabei! Einen haben wir doch noch. Weg hier! Mist! Puh. Okay. Mist. Haben sie natürlich das Opfer erschossen, was ich eigentlich verfügt habe zu retten. Ich hoffe, dass ich eigentlich schneller bin, aber nein. Papa war wieder langsam. Kleine Pilze.
Münzen. Ja, und die nehmen wir mit. Hey, hey, langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam an. Augen aufhalten. Okay. Okay, nein! Mein Freund, du bist dran. Ich verrate euch gar nicht. Weißt du, ich glaube, wenn wir dich weiter prüfen, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst nehme. Wenn dir schlecht wird, rede ich einfach zur Wand rum. Na, durch. Ich gebe zu, das liegt mir. Fragen halten nur unnötig auf. Schweine! Mist. Bind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird okay. Schon wieder. Es ist von da drüben versperrt. Mir geht's gut. Ich komm klar. So, wir müssen die anderen in Sicherheit bringen. Okay. Wir wollen natürlich mit den Leuten reden. Danke. Wir bringen dich hier weg. Durch ihre Adern fließt Eisen, Lara Croft. Nein, es ist bald vorbei. Es muss doch einen Weg hier raus geben. Ich krieg sie von hier nicht auf. Sie muss von drüben versperrt sein. Okay. Ich sehe schon. So. Können wir das auch drücken? Was macht denn der Papa? Hört doch gut. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Die Katakomben. Okay. Das sind Verbündete. Gut. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen. Sie macht den Rambo-Style. Sprengpfeile. Auch voll. Alles voll. Okay, und was haben wir hier für eine Kiste? Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. So, sonst können wir hier nichts mehr machen. Okay. Weg von der Tür! Yeah. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin.
Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Ja, ja, ja. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Okay. So. Haben wir hier Neues bekommen? Mal ganz kurz gucken. Nein, Gewehr nicht. Das auch nicht. Handfeuerwaffe. Beim Bogen fehlt noch uns ein Teil. Okay. Okay, wir können ja insgesamt zwei verschiedene Schutzwände noch bekommen. So, erstmal ganz kurz gucken. Können wir die aufwerten? Nein. Ja. Nein. So. Bogen können wir im Moment auch nicht aufwerten. Verbesserungswerkzeug brauchen wir. Okay. Das heißt, dann gehen wir kurz raus. Hier rüber. So. Mal gucken, können wir hier irgendwas machen? Verbesserungswerkzeug, verbesserte. Die Brandpfeile, eine Reichweite ist. Achso. Streubomben. Stellen Sie eine brandverursachende Patronen. Okay, Schrotpatronen. Ist immer so die Frage, was mache ich mit den Punkten jeweils? Granaten. Ja, lassen wir erstmal nochmal. Heben wir uns noch den Punkt auf. Genau. Kurz aufwärmen und weiter geht's. So. Das Buch nehmen wir mit. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Ja, das wissen wir auch schon Bescheid. So, aber nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt hier weiterrennen, mache ich erstmal Feierabend, ja, um halt die Leute da hinten im Turm zu retten. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Feierabend und wir sehen uns. Ja, dann wieder. Bis dahin erstmal alles Gute und ciao, ciao euch.